TV Überregional ist hier in Bruchsal. Hier ist ein Einsatz der Feuerwehr. Was ist hier geschehen, Herr Geier? Also die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt war ja Abteilung Ubstadt und die Freiwillige Feuerwehr Bruchsal wurden hier gegen 18.30 Uhr auf das Gelände der Mülldeponie alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar, sodass man sich entschieden hat, die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt war ja Abteilung war ja ebenfalls noch dazu zu alarmieren. Beim Eintreffen hat man dann hier einen größeren Müllberg in Brand vorgefunden, woraufhin man mit 4 Rohren gegen diesen Brand vorgegangen ist und ihn abgelöscht hat. Jetzt im Nachgang ist noch ein bisschen schwierig mit den Nachlöscharbeiten, da man den ganzen Müll, die ganzen Müllberge mit einem Bagger auseinanderziehen muss, um dann auch alle Glutnäste ablöschen zu können. Wir sind jetzt aktuell hier noch 2 Stunden ungefähr im Einsatz, bis wir alles beendet haben. Haben jetzt auch noch Atemschutzgeräte nachgefordert von der Abteilung Bruchsal, um hier ausreichend Atemschutzgeräte an der Stelle sicherzustellen. Also hier sind ungefähr 40 Kubikmeter Müll in Brand geraten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Vermutlich war es eine Selbstentzündung. Das DRK ist ebenfalls im Einsatz zur Absicherung der Einsatzkräfte. Bislang gab es noch keine Verletzten. TV Überregional.